Hallo und willkommen zu einem weiteren Wow. Bei mir ist noch der Alex. Ich weiß nicht, wo er ist. Wo ist er denn? Ja, ich bin hier. Hallo. Hinter dir. Ja, und ja. Wir gucken uns heute das Air Kingdom an von K2STGO. Ja, keine STVO, nein. Der heißt KA2STGO. Das ist ein Projekt, das wir auf planetminecraft.com gefunden haben. Alle Links in der Videobeschreibung. Ihr könnt euch das Ganze herunterladen und ihr könnt sogar die Schematic-Funktion von PMC nutzen und euch das Ganze auf der Internetseite direkt in 3D anschauen. Falls ihr darauf keinen Bock habt, ihr seid hier genau richtig, denn wir werfen heute einen Blick drauf. Und wie der Name schon sagt, ist das ein Air Kingdom. Das heißt, wir befinden uns hier in der Luft. Ja, sieht doch schon mal echt ganz geil aus. Ich habe jetzt hier noch gar nicht drunter geguckt. Das sieht nämlich so aus, als hätten wir hier so Triebwerke, ne, die das in der Luft halten. Muss ich jetzt mal selber auf. Gedanke gerade eben. Schauen. Ah, ist schwer zu sagen, was das sein soll. Nee, aber das ist so, sind so Gravitation, weißt du, so ein Gravitationsantrieb. Also ja. Wir haben hier so verschiedene Ringe, wo es immer so in die Mitte hin höher wird. Sollen wir mal fangen mal auf dem ersten an, hier ganz weit außen. Das sieht doch schon echt cool aus, ne? Der Weg ist auch schön gemacht. Es gibt auch hier extra ein Texture Pack, was man sich ziehen kann, aber nicht muss. Wir haben jetzt hier in dem Fall das persönliche Paket drin als Texture Pack. Und natürlich muss man aufpassen, dass man jetzt hier nicht runterfällt. Ne? Also, da ist noch keine Kindersicherung angebracht, sag ich jetzt mal. Ne? Es ist sehr, sehr wenig Info gegeben. Also, das Ganze ist vermutlich völlig frei gebaut und nicht übernommen aus einem Film oder Buch oder ähnliches. Das heißt, man weiß jetzt auch nicht genau, wie jetzt hier die Eindrücke sind, aus welchem Jahrtausend das spielt und so weiter und so fort. Alles, was ich wissen will, was mich interessiert, ist, ob das Ganze hier sortiert ist. Das heißt, wir sind jetzt hier auf dem äußersten Ring. Es könnte sein, dass hier die Bauern wohnen, also die unterste Schicht halt. Das wird ja hier auch höher, je weiter wir ins Innere gehen. Und mal gucken, wie jetzt hier die Häuser gestaltet sind. Okay, ist hat doch recht Köpfe? Einfach. Ja. Da haben wir hier oben. Er hat's recht einfach. Also das wird wahrscheinlich so eine einfache Gruppe sein, die hier wohnt. Also dem Tisch zu urteilen, müssen das viele gewesen sein, die hier gewohnt haben. Ja, die sieben Zwerge, ey. Also die Häuser, muss ich sagen, die Häuser sind absolute Bombe hier. Die sehen so klasse aus und die sind auch nicht alle Copy-Paste, sondern das sind wirklich für jede Stelle hier in dem Ring gibt es ein passendes Gebäude. Hier haben wir so eine Art Turm. Was ist das? Guck mal, siehst du den Turm hier, das Gebäude? Da gehen wir auch mal rein. Ja, lass mal knacken. Ah, hier, guck mal, hat die Laterne ja auch ganz nett gemacht. Ja, ich glaube, die Map ist auch schon so ein paar Jahre älter, ne? Schon nicht mehr ganz neu. Von 2013 ist die. Ja, da kannst du lange nach Loot suchen hier. Ich glaube, da ist nichts. Ja, der Turm hier wäre was für den Klöckner von Notre Dame, ne? Ja, was haben wir denn da unten? Was haben wir denn hier? Das ist so eine Anlegestation für die Schiffe hier, so wie es aussieht. Okay. Ja, man kann auch rüberjumpen. Also, ich habe jetzt vorhin gesagt, das ist hier vermutlich die unterste Schicht war, die jetzt hier gewohnt hat, aber so den Häusern zu urteilen, waren die alle besser gestellt. Ne? Ich sag's mal so, ich glaube, die Leute, die hier wohnen, da war keiner arm. Das glaube ich. Und ich denke, das hier waren schon gehobenere Leute und das wird nach innen hin halt immer, ja, werden die immer reicher. Oh, guck mal, das hier ist der Eingang. Da werden die Leute immer begrüßt, denke ich mal. Ja doch, man sieht das schon. Ist halt jetzt so ein bisschen fragwürdig, wie viel Sinn das macht, weil ne, wir haben jetzt hier ein Tor, da haben wir auch einen Turm, aber hier dazwischen ist kein Schutzwall oder ähnliches. Also man kann theoretisch einfach überall rein, bräuchte man jetzt nicht dieses Tor. Aber was man hier sofort sieht, ist, man kann hier instant hoch, ne? Das sieht auch echt feierbar aus. Sollen wir da mal hoch? Wir gehen mal hoch und das erinnert mich so ein bisschen an, oh Gott, an Minas Tirith aus Herr der Ringe erinnert mich das so ein bisschen. Das ist auch so gestaffelt mit höher werdenden Ringen nach innen hin. Ja, und das ist der zweite Ring. Sieht man auch hier, ne? Da haben wir einen ordentlichen Höhenunterschied. Ne? Ich könnte jetzt sagen, wenn jetzt eine Flutwelle kommt, dann haben die es hier oben besser, aber wir sind ja hier in der Luft, ne? Was hier aber sofort auffällt, ist, es ist doch deutlich besser gestaltet hier oben. Also unten haben wir so noch ein bisschen Dreck gehabt, was wir da gesehen haben. Und hier oben, das ist alles Grasboden, ne? Hier, guck mal. Das stimmt. Und auch hier, das ist jetzt reiner Holzboden, ohne dass da jetzt noch irgendwas anderes drin ist. Das ist schon deutlich besser hier oben, ja. Da drüben das Haus ist schon besser. Also da hat er Regalen und so, da hat er eine Promenade. Das hier ist richtig geil gemacht.
Also so weißt du, so offen gestaltet. Ja, du toll. Kommst rein, man kann hier wahrscheinlich essen so normalerweise. Ich glaube, da vorne ist ein Schalter. Ja, das könnte ist eine Bar. Also, genau, so ein Restaurant hätte ich jetzt gesagt, ja, genau. Ja, da vorne ist auch hier eine Theke, wo du hingehen kannst, kannst dir was holen. Geilo. Boah, es ist so groß, Mann. Es ist einfach so viel zu sehen hier, was es hier gibt. Toll. Ja, aber wir sind hier nach wie vor auf dem zweiten Ring. Von außen betrachtet. Und wir haben jetzt hier Bäume. Man hat hier so eine bessere, gehobene Laune, die man hier kriegt. Aber der zweite Ring, der ist wirklich sehr groß. Also die meisten Häuser stehen im zweiten Ring. Du kannst da überall rumlaufen. Ja, hier, da ist noch Markt, das sind Marktplätze. Jetzt wird es leider wieder dunkel, aber haben wir behoben. So, ja, aber es ist sehr, sehr interessant, weil wir haben jetzt hier oben wirklich die Festung, wo der König drin haust. Und die ist so ein bisschen versetzt hier, ne? Das kann man ganz gut sehen. Man sieht jetzt hier den Ring. Und der Ring, der endet hier. Also hier ist so das letzte Haus. Und dann ist der Ring hier unterbrochen auf dieser Seite. Aber wenn man jetzt von hier vorne drauf guckt, ey, das sieht voll Bomber aus. Wow. Das ist ein wahrer Palast. Das sieht richtig nice aus. Und von hier kann man auch ganz gut sehen, dass das wirklich, dass das symmetrisch gebaut ist. Wir sind jetzt hier auf dem zweiten Ring gewesen. Den ersten Ring haben wir hier gesehen. Da ist noch ein bisschen Dreck mit drin. Das ist alles nicht so schön. Man will jetzt auch nicht unbedingt am Rand wohnen, ne? Wenn da was wegbricht oder so, ist man ein bisschen, hat man ein Problem. Und hier innen drin, da ist schon alles deutlich schöner angelegt. Wir haben hier Bäume, Büsche, wir haben hier einen gescheiten Boden, wir haben hier Gras und auch bunte Dächer. Das sieht doch echt toll aus. So, und von hier aus wollen wir jetzt hoch in den letzten Ring. Da oben, da wartet der König, der hat uns zu sich gerufen. Dementsprechend gehen wir jetzt mal hier hoch. Ja, das war gerade interessant, weil wir sind auf dem Teamspeak und ich habe da gerade eine interessante Nachricht bekommen. Ja, aber der Aufgang hier ist einfach geil und Tony, das erinnert so ein bisschen an diese Halle aus Game of Thrones. Das stimmt, da muss ich absolut auch zustimmen. Auch optisch, auch wenn du von außen drauf guckst, es ist so ein bisschen in diesem Königsmund-Stil gebaut. Das kann Zufall sein oder er hat sich daran ein bisschen orientiert. Möglich wär's. Ich meine, die Map ist von 2013. Zu dem Zeitpunkt war Game of Thrones schon sehr gehypt, ja, und sehr bekannt. Kann sein. Ja, muss aber nicht. Also wie gesagt, wir haben keine Infos dazu. Der User, der das gebaut hat, der war da auch sehr spärlich. Ne? Also der hat einfach gesagt, da, das ist jetzt der Air Kingdom. Da könnt ihr es runterladen und euch anschauen. Viel Spaß. Ne? Und das war's auch schon. Ja, hi Alex, ich begrüße dich hier. So. Ah, du begrüßt mich. Wo ist der Thron? Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Ich glaube da oben. Guck mal, hier ist so eine Wendeltreppe, was einfach nur edel gebaut ist. Einfach nur edel. Okay, die hat er echt gut hingekriegt. Da geht's jetzt hoch. Aber es ist genauso wie auch in Wirklichkeit, es war so in Palästen. Die sind nämlich relativ leer, keine Möbel oder ähnliches. Und genauso ist es auch hier, also das passt. Ach, da müssen wir beim Erdogan nochmal nachfragen, wie das so ist in seinem Palast. Ja, ich glaube, es gibt keiner. Ich glaube, es gibt keinen Thron. Jetzt gucke ich mal von außen drauf. Da waren wir jetzt hier im Turm. Von wo sind wir reingekommen? Ich glaube, von hier. Von der Seite, genau. Von der Seite sind wir reingekommen. Und da müsste doch hier irgendwo der Thron sein. Es ist auf jeden Fall so geil gebaut hier. Guck mal, weil es ist so geil. Man kann sich hier hinstellen, weißt du, wo du bist, ob du bei mir in der Nähe bist, aber man kann sich hier hinstellen, runterschauen. Und das ist auch so genauso die Ansicht, die die Könige hatten. Ne? Die sehen sich nur sich selbst hier oben. Und alles, was hier unter ihnen ist, das ist das Volk. Ne? Also Toni, das erinnert mich auch so ein bisschen an Minas Tirith. Da war oben auch so Grünfläche, Fackeln und so weiter. Und diesen Blick nach unten, weißt du. Also es gibt tatsächlich kein Thron hier. Das ist nicht komplett ausgestattet hier. Aber ist auch gar nicht so schlimm. Also man muss da nicht so viel ändern, um das jetzt hier noch ein bisschen zu ergänzen halt. Und dann hat man das vollständig hier. Weiß nicht, warum man es nicht gemacht hat, aber naja, gut. Man schaut drauf und das Erste, was man sich denkt, ist wow, ja, das ist geil gebaut. Und genau das ist der Effekt, den wir hier erzeugen wollen. Wir gucken uns halt Sachen bei Planet Minecraft. Meistens haben wir es ja von dort bei Planet Minecraft, da schauen wir uns Dinge an. Und wenn die Dinge uns, die Gebäude, Kreation, was auch immer, uns überzeugen und wir sagen uns, boah, sieht das geil aus, dann ist das auf jeden Fall ein Wow. So, ich kann mich da jetzt reinsetzen und einfach mal chillen. Ich muss auch gerade noch sagen, vielleicht jetzt so abschließend,
Was könnte man mit dieser Map machen, wenn ihr zum Beispiel einen Server habt oder Server kennt, die Survival-Games anbieten, und da könnte man diese Map da perfekt eigentlich verwenden dafür. Genau. Weil von der Größe her ist die perfekt. Man kriegt da bestimmt noch eine Plattform unter, wo die Leute starten, und dann kann man im Prinzip hier perfekt Survival-Games zocken. Man könnte zum Beispiel das hier auskernen und könnte hier den Start reinsetzen, ne? Da, wo die große Wendeltreppe ist. Genau. Das sind wir jetzt hier auch direkt in der Mitte der Map und könnten von hier dann anfangen, uns zu verstecken, ne, sag ich jetzt mal, ne? Um das jetzt mal ein bisschen kindisch zu formulieren. Ja, aber ist auf jeden Fall echt geil, ne? Also weiß auch nicht, warum man das nicht macht, ja. Survival Games, die haben ja in der Regel so eine Kuppel über dem Spielbereich, wo sich die Leute aufhalten können. Aber sowas hier, dass man dann runterfällt und ist halt tot, das ist doch eigentlich viel, viel besser für Survival Games. Wir verabschieden uns, bedanken uns fürs Zuschauen und sagen tschüss, bis zum anderen Video. Macht's gut und haut rein. Ciao.